Willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge von Super Mario Galaxy. Wir kriegen Mail. Ein Brief von Luigi. Ich kann mir auch schon gut vorstellen, wo das ist. Ja. Ja, das weiß ich schon alles, Toad. Und jetzt geht's los, und zwar dahin, wo ich denke, wo sich Luigi befindet. Eventuell kriegen wir den dritten Mondstern und können da irgendeinen... eine Galaxie verschalten, die schwer ist. Ja, hier haben wir ein Fragezeichen, eine Fragezeichen-Mission. Flieg, Bienen Mario. Vielleicht kriegen wir schon, wenn der Cutscene gezeigt, wo der Luigi ist. Dass wir nicht jetzt auf irgendeinem Baum. Im Anfangsbereich. Das hat sich ja mal so nicht gelohnt. Kamera drehen? Nee. Doch, kann ich. Ich glaube, dafür brauche ich Bienen Mario. Ja, das ist mir klar. Soll ich hier hoch fliegen können? Oh Gott. Da haben wir dich doch schon. Aua! Ah, mein Bruder, jetzt ist der Riesenkäfer weg. Dann lass uns den Powerstern nehmen und nichts wie weg von hier. Ist leider kein Grüner. Oder vielleicht auch zum Glück kein Grüner. Kommt drauf an, wie man es auslegt. Neue Bestpunktzahl, eine Münze. War noch nicht Galaxy completed? Habe ich generell. Warum so viele Galaxien noch nicht completed sind? Obwohl ich ja erwarten würde, dass mal so langsam. Ernsthaft, guck dir das mal an, das ist nicht completed. Oh, hier ist nochmal ein Risikokomet. Oh, ist das dieser Eisboss No Damage? Let's find out. Nein, ein Schattenkomet. Das ist ein Wettrennen. Aber so wie die Galaxie designed ist, wirklich, wirklich eine gute Idee eigentlich, da so einen Schattenkomet einzubauen.
Ah, oh, nee, ist was komplett anderes, lol. Hat er null mit dem was zu tun, was am Level vorher verlangt war? Ey, der hat einen Vorteil. Der kann direkt die innere Kurve nutzen. Und der hat mich fast runtergeschlagen. Beziehungsweise gestoßen. Aber ich habe auch das Gefühl, erst als ich wirklich so Eis geschlittert habe, dass er auch es dann mir nachmacht. Oder es war Zufall. Aber dass das so eine Art Rubberbanding-System ist, ist schon möglich. So, mal gucken. Ja. Noch zwei andere Missionen, die natürlich alle gemacht werden wollen. Lavaweg im Land des Eises. Da haben wir natürlich meine hochgepriesene Lava-Wasser-Kombi. Okay, was da? Okay, zuerst mal. Ich glaube, das soll eine kleine Änderung sein, dass man schleudern kann, wenn, dass man schneller. Wer ist das? Gleiten kann, wenn man schüttelt. Und einfach die Eiszapfen macht. Ist eine gute Idee. Boah, das vier Sternteil einfach. Das war fail, aber mal. Ja, man kann es einfach so machen, ja, witzig. Und jetzt kommen wir zum Laberteil. Oh, die Musik! Die ist auch schön. In Red Dead Mario Galaxy einen guten Soundtrack. Nicht euch irgendwie. Aber die Türks unserer Galaxie gefallen mir nochmal besonders. Also ich will mal das normalerweise machen soll, ich mach's jetzt einfach so. Ich scheine nicht die Boxen zerstören zu können. Also hier sind ja die. Alles auf Zeit. Oh, ein
Teile. Die habe ich nur 8 bekommen. Statt mögliche 10. Was hat dieser Feind hier auszusagen? Ich glaube, ich weiß, wie man das regulär machen soll. So. Dann hier die schönen Jump'n'Runs. Da kommt mir in die Feuerblume dran. Ohne dass man da die Feuerstheiß. Dass man die Blöcke nicht so aktivieren kann. So, jetzt habe ich 2 bekommen statt die möglichen 10. Den dann aktivieren. Okay, die spawnen immer wieder. So. Alter! Boah, gibt ja noch mehr als 10. Aha. Das ist in der Tat nicht wirklich leicht. Was sagen wollte, dass da unten Lava ist. Ja, komm. Egal.
Ich möchte anmerken, dass es schneller wurde. Ach, gib mir die Münze. Nein. Ist mir in Lava gefallen. Was? Ja. Okay, zumindest bin ich jetzt nicht mehr dem Tode nah. Alles gut. Ich muss auch schon hier aktivieren. Sicherlich. Nice. Auch schön, wenn das Feuer einmal brennt, geht's nicht aus. Nice. Oh, ganz viele Sternteile. Also ich glaube, um den nächsten hungrigen Luma müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Zwischen eiskalt und glutheiß. Aber wir müssen es mit der Eisblume. Ah, aber jetzt ist es kein Wettrennen, sondern. Also zumindest kein Wettrennen so auf Zeit, aber man hat, muss halt die Eisblume nutzen. Wahrscheinlich damit sich die Lava abkühlt. Aber jetzt kommt halt das Zusammenspiel Feuer-Lava, was ich halt. Wo ich halt angepriesen habe, dass ich das toll finde. Während. Okay, da wurde ich fast getroffen. Was sind wir hier für ein Planet? Ah, oh, dynamische Musik. Ey, das Level erstaunt mich immer wieder. Das ist ein definitiv einer der besten Mario-Level. Zumindest das Wasser nicht eisekalt. Doch, das Wasser ist eisekalt, aber wenn man nur so ein bisschen drin steht, dann ist es nicht schlimm, aber wenn man richtig drin steht, dann schon. Verstanden. Oh, gibt's extra Leben. Beziehungsweise extra Kraft. So besser. Extra Leben deckt man an One-Ups. Aber hier war das extra Leben eher. Ist ja die Frage, was tun? Whee!
gerade wirklich nicht drauf. Vielleicht hier irgendwie was. Wir haben es auch gesehen, dass das Wasser eisekalt ist, dass man sich sehr schnell den Hintern abfriert. Jetzt kann man auch auschecken. Hier ist gar nichts. Enttäuschung. Oh ne, hier waren doch die extra Pilze. Ah, hier ist was versteckt. Okay, ich glaube auch dieses Mal nicht gut. Ah, hier sinkt und steigt die Lava. Ah, man kann auch sehen, das ist clever. Die Farbe ist auch anders. Das heißt, man kann sehen, wo safe ist und wo nicht. Yes. Okay. Jetzt habe ich hier keinen Selbstspot mehr. Stück von den Dingern. Ah, komm. Ich dachte, ich könnte das noch klatschen und genau in dem Moment steigt die Lava so hart an. Okay, ist wieder meine Münze. Was tun mit der Feuerblume? Ist hier irgendwas? Ich will vielleicht irgendwo zurückrennen. Gab es hier nicht irgendwo so ein Feuer da hinten? Interessant, dass ich im Wasser sein darf, ohne dass meine Feuerblume verschwindet. Nice! Einfach noch ein Fragezeichen noch gewesen, habe ich jetzt übersehen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Grande Finale. Schon viele Sternteile. Hab ich lieber jetzt. Ich muss halt auf Lava laufen. In der Tat. Thank you.
ausreichend. Mach mal Kinetic. Ja, wobei, so unknapp war es jetzt auch nicht. Okay, dann Hektik. Nimm die Beine in die Hand, Mario. Sehr, sehr schön. Das hat mir wirklich gut gefallen. Mal ein bisschen suchen war nicht zu kompliziert, aber doch kompliziert genug, dass man sich mal näher umgucken muss. Gefällt mir. Fand jetzt die Sucherei persönlich jetzt eher nicht frustrierend. Halt genau so, dass es nicht frustrierend war, aber so, dass man suchen musste. Finde ich gut, die Galaxie. Sowohl vom Gameplay, als auch von der Idee, als auch vom Soundtrack wirklich. Bislang meine Lieblingsgalaxie. Mit dieser guten Laune verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch so sehr gefallen wie mir. Und ich sag an der Stelle, ciao Leute. Wie schmeckt ihr denn?